Ich bin ein sehr aufgeschlossener Mensch für neue Dinge. Je mehr Tipps ich dabei mit auf den Weg bekomme, je mehr kann ich selbst davon profitieren. Wenn ich morgen diesen Planet verlasse, dann kann ich mit reinem Gewissen sagen, ich habe was getan, das meinen Nachkommen auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Nutzen hinterlässt. Hallo. Hallo. Schönen Moin. Guten Morgen. Na. Grüß dich, ich bin der Markus. Ich bin die Gotje. Freut mich. Das ist ja die schönste Ecke hier in Einriede. Ja, ich bin total begeistert von Hannover. Also grün die Stadt vor allem ist. Also, und ich bin eh gern im Grün, also total schön. Deine Manufaktur, was kann man sich denn da drunter vorstellen? Was machst du da genau? Eigentlich upcyclen wir irgendwas. Ja? Okay. Also am liebsten nähe ich Fahrradschläuche, weil es mal so ein anderes Material ist. Und es ist aber so, dass dadurch, dass wir jetzt so bekannt geworden sind, ganz viele uns anschreiben und sagen, boah, ich habe nur ein altes Schlauchboot und ich habe nur einen alten Gummireifen, kannst du mir da irgendwas draus nähen? Ich mag halt Menschen. Ich mag Menschen und ich mag, was mit denen ist. Und ich mag Bekleidung und ich mag irgendwie so den Input von anderen und von außen, das macht mir schon Spaß. Wenn ich aber sagen könnte, wo soll es hingehen, dann würde ich immer sagen, längere Tage und mehr Zeit zum Nähen, das finde ich viel schöner. Ich glaube, das, was uns ausmacht, oder das, wofür mein Herz so brennt, ist, dass ich gerne alles nur einmal mache. Ich habe immer Lust auf was Neues. Ja. Und ich finde das total spannend, wenn ich neues Material kriege oder mir irgendwer jemand was vorbeibringt oder eine Anfrage hat. Das ist immer so, das macht mir am allermeisten Spaß. Da kommt mir spontan eine Idee. Momentan bin ich dabei, ein Haus zu bauen. Und das ist ein ganz altes Haus. Da waren ganz viele alte Sachen drin. Unter anderem ganz viele Kohlesäcke. Ich muss mir echt mal überlegen, ob ich da nicht an dich rantrete und sage, mach doch mal was draus. Was machst du genau bei euch? Ich habe einen reinen Büroarbeitsplatz und mache so Datenmanagement. Dann brauchst du aber auch Ausgleich, dass du in der Natur gehst. Ja, richtig. Ich habe auch Bienen und die habe ich aber schon seit Kindesbeinen, weil mein Vater die schon hatte. Das ist auch was, also das würde ich nie hergeben mehr in meinem Leben. Das aus hier. Ja. Toll. Andere gucken Fernsehen und ich bin meistens immer hier. Wertig ist, wenn keine Fäden mehr am Ende zu sehen sind. Okay. Hast du Lust, dass du auch mal eine Naht nähst? Mal zu gut. Musst nur aufpassen mit deinen Fingern. Ja, ich habe es schon gesehen. Die geht, glaube ich, ganz schön ja, groß. Ja, die macht richtig Wumms. Ups. Ja. Okay. Ups. Was ist? Also. Sieht immer so leicht aus, wenn man es irgendwie. Ja, dann sieht man dann auch immer, wie viel man dafür üben muss, ne? Also das sah bei dir ganz, ganz leicht und einfach aus. Und wenn ich jetzt da sehe, was für eine Schlangenlinie ich da gefahren bin, das hätte ich nie gedacht, dass das so durch diesen Gummi so durchsticht. Ja, und erzähl doch noch mal, wie hat es bei euch angefangen, diese ganze Geschichte? Also zu den Fahrradschläuchen bin ich gekommen, weil ich mal einen geschenkt bekommen habe und habe dann festgestellt, dass das Material total interessant ist, dass man da ganz viel verschiedene Sachen draus machen kann und habe dann einen kleinen Fahrradhändler in Celle entdeckt, der mir die Schläuche geschenkt hat und so ist das Ganze entstanden. Also Wertschätzung ist für mich auch, dass man Produkte wirklich lange liebt und sie wertschätzt und nicht einfach in den Müll tut und wirklich auch sieht, wie kostbar das Material ist.
Minimalismus ist für mich ganz viel und man sieht es, glaube ich, auch so, wie wir leben, dass ich lieber weniger habe und dafür ausgefallen und besonders und an all den Dingen, die hier sind, ist irgendwie, da hängt schon mein Herzblut drin und ich brauche nicht viel. Und ich glaube, dass das auch mal eine Generation so durchdenken sollte, die nach Pauline kommt. Und dein Kleiderschrank ist dann auch entsprechend nur halb gefüllt. Wenn wir hochgehen, dann wirst du sehen, dass er sehr, sehr schmal und klein ist. Ja. Lieber gebe ich doch vielleicht einmal mehr Geld aus, wie dreimal nur die Hälfte oder ein Drittel. Das, meine ich, ist auch ganz arg wichtig, dass die Leute echt auch den Wert bezahlen sollen. Ich finde auch, es ist ganz wichtig zu schauen, wo ich jetzt zum Beispiel meinen Honig herbekomme. Wenn ich in einen Biomarkt reingehe und sehe da einen Honig aus Übersee, da denke ich mir schon wieder, okay, Honig ja, möchte ich haben. Aber muss er denn tatsächlich dann aus Übersee kommen? Ich glaube, dass sich ganz viele Menschen darüber gar keine Gedanken machen, wie so ein Glas Honig zustande kommt. Wir können es uns leisten, diesen Honig zu kaufen, der regional ist, oder darauf zu gucken, dass wir uns gutes, teures Fleisch, sage ich mal in dem Sinne, das muss ja nicht teuer sein, aber ich weiß, woher es kommt, mir leisten kann. Aber jeder muss halt auch erstmal gucken, wie kann er Nachhaltigkeit überhaupt in seinen Alltag einbringen. Dann fängt es vielleicht auch bei einer anderen Person, die vielleicht ein ganz kleines Einkommen hat und viele Leute zum Versorgen hat, fängt es vielleicht ganz kleiner an. Weil der, für die ist dann das große Thema Nachhaltigkeit, dass sie ihren Müll trennt. Man muss ja nicht sagen, ich muss in allen Aspekten perfekt nachhaltig leben können, sondern es geht ja darum, wie kann ich es mit meinen Ressourcen, die ich zu Hause habe, mit meinen Möglichkeiten überhaupt umsetzen. Es geht nicht darum, sozusagen ja schnell und einfach oder mit wenig Kosten etwas zu produzieren, um viel Geld zu verdienen. Das ist überhaupt nicht der Gedanke. Es geht wirklich darum, aus Dingen, die keinen Wert mehr haben für irgendwen, da nochmal ein neues Leben reinzukriegen und das wieder wertig nach draußen zu tragen. Und es ist ja auch sehr viel, dass wir ja auch in Dingen ein zweites Leben sehen, wo du gar keins dran sehen würdest. Wenn wir jetzt wahrscheinlich mit zu dir kommen, nach Hause oder einfach nur durch den Garten gehen, stehen da wahrscheinlich Sachen, wo wir gleich sagen, das wollen wir haben. Davon möchten wir eine neue Tasse machen, damit möchten wir, keine Ahnung was, einen Türstopper machen. Und du denkst, das habe ich ja schon seit 30 Jahren liegen und muss eigentlich mal zum Wertstoffhof bringen. Ja, das sind Menschen, die gehen nicht kopflos durch die Gegend, sondern machen sich echt Gedanken, was kann ich denn aus alten Sachen oder aus Schrott tun. Es ist eigentlich ganz cool, sich ja auch so ein bisschen Inspiration zu holen, weil es ja auch viel Müll ist, aus dem man noch was machen könnte. Pauline, ich habe hier vorher Geschmacks entdeckt. Ja, das ist ja nice. Ja, haltet doch mal so schön hoch. Hier, guck noch mal zu mir rein. Die Dinge sind da. Ja, es ist wirklich Sonne. Da ist so ein Sorband, wo man dann echt ganz toll was herstellen kann oder sofort eine Idee gereift ist bei denen, daraus was zu machen. Fand ich schon inspirierend. So, meine Liebe, hier ist hier eine Tasche, der Korb. Also vom Gesetzgeber her gehört das in den Restmüll. So. Ich würde es eigentlich in eine schwarze Tonne reinhauen und entsorgen. So, ne? Viele Leute drehen sich um, gucken nach dem Plakat, oh, was ist das? Und hinterfragen dann, wo kommt das her? So, ne? Sofort sympathisch, dass er auch schon ein Bewusstsein entwickelt hat oder durch die Gottier entwickelt hat, aus den Gegenständen noch mal was zu machen. Markus, du warst in Hannover. Wie war's da? Es war total stark. Meine Denkweise oder meine Art und Weise, wo ich selbst im Privaten das nutze, Dinge zu nehmen, die es gibt und da was draus zu machen. Ja, vielleicht können auch Audi dahingehend ein Stück weit, so wie sie die Tasche macht, vielleicht kann ja auch so ein Gurt dahingehend diese Sicherheitsgurte nehmen und kann da auch Taschen oder sonst was machen. Vielleicht könnten wir tatsächlich auch zum Beispiel jetzt mit einem alten Autositz oder so, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass man da so was draus macht. Also ich werde mit ganz anderen Augen in Zukunft meine Kleider kaufen. Nicht mehr so viel. Vermutlich hochwertig bessere, wo ich mir dann denke, dass die viel, viel länger hält.
dass man tatsächlich ein besserer Mensch sein kann, dadurch, dass man aus Müll was tut, dass man nicht arglos Dinge wegwirft. Sie war schon ein Impulsgeber für mich. Zukunft, gerade so bezogen auf Audi, so wenn ich dann so durchs Werk gehe und mir irgendwelche Gegenstände in den Blick kommen, da werde ich dann schon da nicht achtlos dran vorbeigehen, sondern dass mir vielleicht selbst die Idee kommt, daraus was zu tun oder auch andere Menschen dann